Amsterdam anders zu feiern. Die haben die Ehe für alle. Aber lasst uns nicht vergessen, da draußen gibt es eine Menge Menschen in der Welt, die für ihre sexuelle Orientierung ins Gefängnis müssen, im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ich glaube, das war immer auch eine Tradition der Grünen, dass wir eine internationalistische Partei sind. Manche sagen ja, dass wir mit der katholischen Kirche die letzten Internationalisten in der Welt sind. Darf gerne so genannt werden. Aber ich finde es gut, dass die Grünen immer auch neben der nationalen Ebene Europa mitdenken und den Rest der Welt mitdenken. Und ich würde es eigentlich gerne so im Wahlkampf auch halten, dass wir diese internationale Dimension mitdenken. In diesem Sinne, euer Kampf ist auch unser Kampf.